have appeared. Re. Ebe. Ah, ich verstehe. Es ist dir also auch aufgefallen, mein Feind. Hä? Bemerkt? Aufgefallen? Ist dir nicht aufgefallen? Hm? Sind diese Augen vielleicht einfach nur Glasbälle? Werf einen guten Blick auf den Scheinwerfer über deinen Kopf. Ist dir noch nicht dieses Aberrant? Ich hab keinen Ahnung. Gundam, bitte rede normal. dieser abweichende Gegenstand aufgefallen. Zum Scheinwerferlicht gucken? Meinst du das? Da ist etwas, das wie ein schwarzes Papier aussieht, das am Scheinwerferlicht hängt. Es ist dir also endlich aufgefallen. Aber man kann es nicht wirklich gut nicht wirklich von hier sehen. Ich müsste erst das Licht senken, ein weiteres Mal und... Das ist nicht nötig. Go by four dark devas of destruction. Los, Mirage Golden Hawk, Jumpy! Nun ist die Zeit für dich, endlich zu fliegen. Füttert eure Augen. Mit der, auf den Blick der stolzen Seele meiner vier dunklen Verkünder der Zerstörung. Ein Hamster kommt aus von Gundams Hand und rennt dann das Scheinwerferlicht an der Decke entlang in einem Augenblick. Wer möchte den sprechen? Go. Okay. Es fing an, um diesen Papierfetzen in schnellen Kreisen zu laufen. Und dann ist der Papier das Papier flatterte runter. Wurde dann von Gundam gefangen. Hast du das gesehen? Eine Macht von der Kraft nur des ultimativen bösen Augenbesitzers. Wow, das war beeindruckend. Ich habe noch niemals einen Hamster solche Tricks tun sehen. Ich habe noch niemals einen Hamster überhaupt irgendwelche Tricks tun sehen. Sie sind meine vier dunklen Verkünder der Zerstörung. Hamster sind nur eine lediglich temporäre Gestalt. Also, was hat es mit diesem Papier auf sich? Es scheint eine Art von dicken Papier zu sein. Aber trotz alledem scheint es nicht irgendwelche besonderen Schriftzeichen auf sich zu haben. That was close. Es scheint nichts Ungewöhnliches zu sein. Meine vier dunkle Verkünder der Zerstörung. Nein, so ist es nicht. Es gibt keinen Zweifel, das ist irgendein Hinweis. Hast du übrigens eben schon gemerkt, es hat so ein bisschen Knick gemacht zwischen Gundam und... Sonja? Willst du mir sagen, dass Kazuichi der nächste Mörder ist und Gundam umbringt? Wie kannst du dich meiner Sonja nähern? Aber, ich habe nur meinen Hamster losgeschickt. Kazuichi! Für Miss Sonja! Ich kann sie niemals so einen Verrückten wie dir überlassen. Findest du nicht, dass jemanden umzubringen, nur weil sich eine Person in ihn verliebt hat, verrückt ist?
Halt die Fresse, das hab ich mal einen Fan erzählt. Ich meine, der Fakt, dass es an so einem Ort gehangen hat, egal wie wir darüber nachdenken, das ist ziemlich unnatürlich. Okay. Ich hab gehört, ich guck mir jetzt nochmal Yukos Körper an. Warum? Um das Bild nochmal zu sehen. Nochmal eine Yukos Leiche an. Okay, der 14 hat auch da schon gehangen. Mhm. Soll ich dir einen kleinen Hinweis geben? Also ich sehe wirklich halt, abgesehen davon, dass die Yokos Leiche da noch nicht da ist, eigentlich keinen Unterschied. Soll ich dir einen Hinweis geben? Von mir aus? Guck dir mal die Säulen an. Ja, die gucke ich mir schon die ganze Zeit an. Und jetzt spielt das Säulen-Man of Theme. Hm? Ach so. Nein, guck dir mal wirklich die Säulen an und vergleich die miteinander. Ja. Und? Fällt dir da was auf? Nein. Dann hast du anscheinend keine Augen im Kopf. Gratuliere ihnen. Was soll mir denn auffallen? Ja, ich weiß, hier sind die Dinger ab. Nein! Guck sie dir nochmal an beim Originalbild. Ja? Was fällt dir auf? Was sollte mir denn auffallen? Vergleiche die beiden Säulen miteinander. Ich werde dir nichts direkt sagen, ich gebe dir nur einen Wink mit dem ganzen Zaun. Ja, bei der einen fehlen halt die Dinger, wie gesagt. Ja. Wenn du mir jetzt sagen möchtest, Yukos Körper ist unter diesem Zeug da festgeklebt, dann nein. Dafür ist da definitiv eine zu wenige Ausbeulung. Und ja, ich sehe, dass die eine Säule dünner ist. Als, deutlich dünner ist als ja, diese Äußerung. Das habe ich gemeint. Aber ich weiß nicht, was das für ein. Was da ein Unterschied zum aktuellen Stand sein soll. Aktuell ist die Säule rechts dünner. Hä? Du kannst jetzt ja nochmal die Säulen vergleichen, wie sie ja dann aktuell sind von der Dicke. Die ist tatsächlich dünner. Okay. Ich weiß auch nicht, aber sie wirkt auch tatsächlich ein bisschen dünner noch als die andere Säule, oder? Oder zumindest jetzt gleich dick. Das heißt, dass ein Hiyokos Körper wirklich schon darunter war. Aber WTF, wie viel Mühe hat man sich bitte gegeben, um dann diese Säule so als Fake-Säule darzustellen? Und wie viel Mühe hat man sich gegeben, das Ding dann abzureißen? WTF. Und vor allen Dingen, wie schnell? Ja. Da musst du ja schon wirklich irgendwie Talent dafür haben. Aha.
Okay, wer ist denn hier der ultimative Säulenzerstörer? Joseph Joestar. Also, okay, ah, es ist also Gundam, ich verstehe. Hä, wieso? Na, seine Macht. Amon. Mhm. Ich meine, gut, okay, vielleicht war es auch Nikomaru, aber der fällt eigentlich raus. Okay, also es war Gundam. Weil Gundam als einziger auch noch Hammern benutzen kann, oder was? Ja, offensichtlich. Okay, offensichtlicherweise kann Gundam hiermit offiziell Hammern benutzen. Jetzt! Und noch 50 weitere Geschichten, die sie nie glauben werden, bei Osoma. Die Frage ist halt auch, wo ist denn der Rest der Säule? Sehr gute Frage. Nächste Frage bitte. Und wieso kommt, wie kommt das Blut denn an die Leiter, hä? Fragen über Fragen und jeder, irgendwie jede Antwort gibt 5 weitere Fragen, oder? Das Problem ist halt einfach, dass sie sich in ein Zimmer eingesperrt hat. Laut den Aussagen kann halt auch schon, die können halt auch schon beim Gespräch einfach neben der Leiche gestanden haben und es nicht bemerkt haben. Was riecht denn hier so komisch? Muss wahrscheinlich daran liegen, dass die Ibuki so schlecht gesungen hat. Was ist denn da ein Geruch? Wahrscheinlich. Naja, gut, okay, machen wir weiter. Hey, geht's dir gut? Fühlst du dich... Also bist du immer noch... Fühlst du dich nicht gut? Ja, also ich verstehe es nicht wirklich, aber... Wenn ich über Nikonaru nachdenke, dann ist es so, als würden meine Knie anfangen zu wackeln. Das ist seltsam. Das ist unmöglich, dass ich so eine Schwäche hätte. Es wird wahrscheinlich weggehen, wenn ich gegen einen starken Typen kämpfe, aber Nikomaru ist nicht hier. Nikomaru wird auf jeden Fall zurückkommen. Du hast recht. Mhm. Okay. Damn right. Hey, Hajime, guck dir das mal an. Was? Guck doch mal, was am Vordereingang, was vorne an der Tür ist. Ist das ein Trommelstock? Ich weiß gerade echt gar nicht, was wie die normalerweise heißen. Drumstick. Schlagstock, ne? Schlagstock. Schlag. Ja, kann sein. Ich spiele jetzt mit meinem Schlagstock. Mhm. Die heißen aber, glaube ich, wirklich Schlagstücke. Und es sieht so aus, als wäre er zerbrochen. Ist das etwa die Art und Weise, wie der Club verschlossen wurde? Das ist vermutlich möglich. Was ist damit passiert? Ah, was ist wohl damit passiert? 4 Leute, die gegen eine Tür rennen und es aufbrechen. Was könnte damit nur passiert sein? Oh my god! Who killed her? I don't fucking know, sagt der Mörder. Any sauce?
Yes, you. Why? I was doing lights. Nah. Auch so mag keinen das Tass. Okay. Möchtest du was übersetzen? Wenn so etwas ganz vorne bei der Tür ist. Denkst du nicht auch, dass es vielleicht ein großer Hinweis sein könnte? Ein Hinweis, ein Hinweis. Wir haben Klauen Schlangen gelöst. Warum sollte das ein Hinweis sein? Weil wir blau und schlau gelöst haben. Erinnerst du dich noch dran, als wir in den Musikclub kamen? Achso, stimmt ja, das ist eine Rückblende. Ich hab vergessen, dass wir Rückblenden überspringen. Rückblenden tun es zurück. Gibt's dafür auch ein Bild für Rückblenden-Schan oder sowas? Ich meine, ich hab mir letztens Corona-Schan angeguckt. Sekunde, ich google mal nach Corona-Schan. Ach, das ist Corona-Schan. Mhm. Ich find's einfach schön, wenn Dinge einfach als Mensch, ja, als Mädchen oder sowas dargestellt werden, was komplett random kommt. Die Tür war verschlossen, als wir versucht haben, reinzukommen. Und wir vier sind gegen die Tür gestürmt. Aber als ich mir das mal genauer angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass die Tür überhaupt gar kein Schloss hat. Die Tür ist so designt, dass du sie beim Stoßen aufmachen kannst. Und nach der Form von den Türknaufen hat sie den Stock wahrscheinlich benutzt, um die Tür zu verriegeln. Nun, denkst du nicht auch, dass es die Tür abschließen würde und alle daran hindert, sie zu öffnen? Du würdest sagen, dieser Trommelstock wurde benutzt, um die Tür zu verschließen? Der kaputte Trommelstock am Eingang der Tür sollte doch wohl genügend Beweis dafür sein. Dann, wie ist es dem Mörder gelungen, nach draußen zu kommen? Magie. Hä? Ich meine, wenn der Musikclub keine Fenster hat und diese Tür der einzige Eingang ist, wenn die Tür von innen verschlossen war, dann würde es dem Mörder doch nicht möglich gewesen sein, nach draußen zu entkommen. Vielleicht. Der Mörder war vielleicht noch drin, als wir die Tür zum Musikclub geöffnet haben. Und hat vielleicht auf die Szene des Verbrechens gewartet, bis wir sie alle gemerkt haben, um uns dann beizutreten. Denkst du nicht auch, dass er uns in irgendwelche mysteriöse Dramen und so einen Scheiß verwickelt hat? In dem Fall könnte sich dazu vielleicht irgendwelche Beweismittel hier befinden. Okay, ich werde es definitiv finden. Ich werde den Mörder diesmal nicht damit davonkommen lassen. Der Mörder war also immer noch drin, als wir den Musikclub die Tür zum Musikclub aufgebrochen haben. Hä? Wie er gesagt hat, das könnte eine Möglichkeit sein, aber ich habe mitbekommen, dass ihr beiden irgendetwas diskutiert habt. Und ich bin hier, um euch aufzuhalten, im Namen der Liebe. Okay, halte mich im Namen der Liebe auf, Blit. Shiaki, das war ein ziemlich cooler Auftritt. Danke.
Und abgesehen vom kaputten Trommelstab. Vom kaputten Trommelschlag? Vom kaputten Trommelstab habe ich noch etwas anderes Interessantes entdeckt. Was ist das? Da ist so ein komischer Schleim, da wo die Tür links und rechts sich berühren. Siehst du? Du hast recht, was ist das? Es sieht aus wie... Tufe? Es ist zu fest. Es sieht zu fest aus, als um einfach nur Gummi zu sein. Ja, es sieht auch nicht wie Gummi aus, aber... Wie sie gesagt hat, Shiaki... es beugt sich runter. Streicht sich von etwas von diesem semi-transparenten Klibber mit ihrem Finger. Nom. Das erinnert mich gerade an Marquise Curies. Ja, ich esse da mal so ein bisschen was von der Gelbanane. Warum packst du es in deinen Mund? Das schmeckt genau riecht. Wie Arbeitschemikalien. Riecht. Es riecht. Arbeitsshop. Zähigkeit, würde ich sagen. Ja, ich kau noch. Die Kauigkeit. Zähigkeit. Verstehe. Ich mag vielleicht ein Slime sein. Aber ich war nicht von Anfang an Slime. Zum Beispiel, wenn ich anfange, eine Flüssigkeit war, die fest geworden ist. Dann wäre es vielleicht möglich gewesen, es direkt und leichter in die Lücken von der Tür reinzubringen. Worüber redest du überhaupt? Wie ich es mir gedacht habe, es schmeckt ekelhaft. Toll! Chiaki hat den Klipper aus dem Mund gespuckt und das Gebiet verlassen. Ich finde es schön, wie sie erstmal noch eine halbe Stunde drauf rumkaut und dann sagt, wie ich es wusste, es schmeckt ekelhaft. Ja. Abgesehen da. Abgesehen von dem Teil über den Geschmack, ist es doch okay, dass man es als Hinweis wertet, richtig? Nein, es schmeckt ekelhaft, das ist das Wichtigste. Semi-transparenter Klibber. Okay. Ich weiß nicht. Also mir fällt momentan nur eine Sache ein, die es sein könnte. So mal überlegt schon. Hä? Was meinst du? Es könnte nur eine einzige Sache sein auf der gesamten Welt. Genau, semi-transparenter Glibber. Ektoplasma. Ja, natürlich, genau. Hast du deinen Blick auf die stolze Statue von meinen vier dunklen Verkündern der Zerstörung gebracht? Mit Fuika hatte ich ja schon geredet, ne? Mhm. Ach nee. Ganz ehrlich, darf ich mal aufhören mitreden? Es tut mir leid, Akane, habe ich schon fertig. Hajime, es mag vielleicht etwas unsinnig von mir sein, das zu fragen, aber... Nein, ich gehe nicht mit dir aus. Möchtest du mich heiraten?
Hallo? Mein Jimmy? Nein! Wie wäre es denn mit einer Antwort? Nein! Aber ha, Jimmy, bitte sag ja. Nein. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Okay, wenn du mir beantworten kannst, was 7x7 ist. Ganz, ganz feiner Sand. Nein, 49, genau wie mein Level. Bekomme ich bitte noch einen Versuch, Hajime? Okay, was hat 6 Beine und 2 Köpfe? Eine Spinne mit 2 Köpfen. Nein, ein Reiter auf dem Pferd. Du hast verkackt. Bitte, Hajime, noch ein Versuch. Welches Haus hat keine Fenster? Das Glashaus. Nein, das Schneckenhaus. Das ist wieder verkackt, jetzt hör dich auf. Bitte, Jimmy, ich kann nicht ohne dich leben. Nein. Bitte. Nein. Ich weiß, was du gestern Abend gemacht hast. Woher? Ich hab dir am Fenster zugeguckt. Aber ich hab doch nur geschlafen. Mit Megan. Das war heute Morgen. Ja, ja, über die Nacht. Mhm. Weiß genau, ich hab's heute Morgen gesehen. Ihr habt den ganzen Morgen noch zusammen im Bett verbracht. Mhm. Also bitte gib mir noch eine Chance. Ja, was willst du? Dich heiraten. Nein. Bitte. Wenn du aufhörst, alle Leute zu ermorden. Ich habe bisher noch niemanden umgebracht. Ja, aber du willst. Nein, ich bringe auch niemanden um. Versprochen. Okay, dann überlege ich's mir. Ich will jetzt ein Ja oder Nein. Ich überleg's mir. Wenn am Ende des Spiels du niemanden umgebracht hast, sage ich vielleicht ja. Aber ich will jetzt ein Ja oder Nein. Nein. Und was ist, wenn ich umgebracht werde? Dann ist die Hoffnung wieder gestorben und die Verzweiflung wurde erhöht. Siehst du, und die müssen wir überkommen. Also bitte, Hajime, heirate mich. Wenn du endlich die Klappe hältst. Du musst dann aber dein. Es wird dann aber eine Multi-Hochzeit. Ich heirate auch Shiaki und Mikan. Aber. Tja. Aber. Tja. Aber. Tja. Gundam, willst du mich heiraten? Was? Vielleicht? Wirst du mir bitte zuhören, was ich zu sagen habe, Hajime? Gegenpunkte! So. Willst du mich heiraten? Ich habe mitbekommen, dass du den Vorfall vom Anfang an mitbekommen hast, richtig? Also was? Kannst du mir bitte eine Zusammenfassung des Vorfalls geben? Ich muss die Wahrheit hinter diesem Vorfall erreichen. Für das Schicksal, meinen Körper einer noch größeren Hoffnung anzuvertrauen. Nein. Wow. Warum willst du mich nicht heiraten? Lass mich dich nicht wiederholen. Nein! Bitte. Dieser Typ will uns einfach nur verwirren. Es ist unmöglich, dass ich ihm sage, was er wissen möchte. Arschloch, Hajime. Ich verstehe. Das ist enttäuschend. Okay, dann gucken wir uns endlich mal das hier an. Worüber niemand redet bisher. Die zerschmetterten Überreste der Maschine, die vorbereitet sind verteilt über den Boden.
Das scheint die Überwachungskameraeinheit zu sein. This too must be the will of causality. Kazuichi hat sie in den Musikclub wegen Kommunikationszwecken getan. Warum ist sie so zerstört? Vielleicht ist es eine... Vielleicht hat die Verbrechen in Psychologie des verbrecherische Psychologie hier mit eingespielt. Was meinst du? Well? Selbst wenn sie wussten, dass sie nicht aufgezeichnet werden, ist es unmöglich, dass der Mörder das tolerieren konnte. Einfach einen Mord vor einer Kamera zu begehen. Deshalb haben sie alle Kameras zerstört. Ich verstehe, das scheint plausibel genug zu sein. Sie würden zögerlich sein, um jemanden vor einer Kamera zu töten. Das ist der Grund, warum der Mörder es zerstört hat. Dann warum, was war das, was ich gesehen habe? Abgesehen davon ist hier noch eine andere Kamera in dem Raum, nur so ganz nebenbei.